So, hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Daily Ranking. Endlich, seit ewigen Zeiten mal wieder. Das letzte Mal haben wir ja ein bisschen versagt mit dem Esper. Und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich doch mal nochmal eine zweite Runde den Hot Wheels Wagen. Da ist schon mal direkt der Ball komisch zusammengequetscht. Ich bin ein bisschen defensiv diesmal. Wollen ja nicht früh ein Tor kassieren. Oh. Da ist keiner hinten. Doch, da ist auch hinten. Sehr gut. Irgendwie haben wir hier ziemlich viele Quetschbälle dabei. Der Sibior hat 180er Ping. Könnte es daran liegen? Ne, er ist nicht im Tor, dann gehe ich ins Tor. Und ich verstehe es nicht, warum es wieder so. Wow! Ich bin zusammengekracht einfach nur. Und keiner ist hinten, ist alle vorne. Einer stand sogar direkt neben mir. Oh. Der blöde Heber von ihm. Oh, wow. Fuck. Den wollte ich da rausmachen, hat nicht funktioniert. Und hab ihn genau reingelupft. Ich meine, die hätten wahrscheinlich trotzdem reingemacht, hätte ich den nicht getroffen. Aber das war ein bisschen doof. Mal schauen. Da bin ich noch nie rechtzeitig dran. Da bin ich halt schon rechtzeitig dran. Ich bin viel zu hoch. Ich brauche Boost. Ach, es fahr doch ran, Sibior. Das wäre deiner gewesen. Sollte müssen jetzt ein bisschen aggressiver sein. Jungs, spielt ihr mit mir? Ach, der geht irgendwann mal ran. An den Scheißball. Warum? Warum tut man das? Da so durchzuballern, durch das Teammate. Sibior macht das. Wow. Wow. Diese Defensive von ihm. Ah, da habe ich Scheiße gemacht. Dann wurde er halt weggekickt dort. Ihn hat es halt gar nicht gestört, weil er gerade einen Flip gemacht hat. Ohne das Wegkicken hätte ich ihn halt locker noch gekriegt, den Ball. Aber ich bin nur 3 Kilometer weit geflogen. Fängt ja richtig gut an. Ne? Mann, so macht es nicht so richtig Spaß. Jetzt fahr doch ran! Jetzt fahr doch ran! Meine Güte! Diese Zögerlichkeit geht doch. Also nach rechts. Boost holen. So, Sibior.
Ah, ich dachte, der ist einfach mal direkt vorm Tor, um den reinzulenken, aber ne, nicht da. Och, er macht das eigene Divi macht er raus. Ja, sehr gut. Da war einer da. Bullshit. Komm schon, Sibior. Oh, ist wieder keiner da, um da irgendwie mal zu helfen. Nicht mehr ansatzweise. Die haben ja keinen Bock auf den Ball zu gehen. The Brains! Do it! Es war nicht nötig, ihn abzusnacken, aber naja. Da hat der Sibio nämlich noch mal sinnloserweise abgesnackt dort. Den hätte er nicht mehr berühren müssen. Denke ich. Ah, wobei, vielleicht wäre der Typ noch angekommen. Sicher ist sicher. Whee! Rex! Das sah mir nämlich sehr stark danach aus, dass der Gegner vorbeifliegt, so wie er komisch angesprungen ist. Und da konnte ich einfach zack reindibbeln. Surprise! Es ist jetzt wirklich 3-2, das habe ich nicht verdient, so wie wir am Anfang gespielt haben. Oh Mann. Und. Na. Vorbei. Ja gut, haben wir doch noch gewonnen. Krass. Hat trotzdem irgendwie keinen Spaß gemacht, war nicht so ein schönes Spiel. Hatte ich schon viel schönere Runden. Also, weitersuchen. So, wir spielen eine Runde Doubles Ranking. Dachte mir, ich nehme hier auch mal mit rein. Einfach nur, weil es kann. Autistic Bonobo hat schon mal den Ball nicht getroffen. Hui! Ach, verdammt. Er ist hoch angefahren. Ah, bin ich nicht hoch genug gekommen, wieder rechtzeitig. Hui! Der flog. Hui, ganz langsam. Ja, direkt vor das Tor. Da geht rein. Sehr schön. Der Winkel war ein bisschen schwierig, deswegen. Ansonsten war es ganz gut, waren alle ausgespielt. Muss nur hinboosten und reinklicken. Jon Snow knows nothing. So, spielen hier. Wie gesagt, Doubles ist ein bisschen anders als Dreier, ne? Man kann nicht komplett defensiv sein, man muss eigentlich nur ein bisschen aggressiv sein. In dem Fall habe ich ihm wahrscheinlich sogar geholfen, mit dem Ball klären. Autistic Bonobo. Nein, er kickt mich. Eiskalt kickt er mich raus. Sehr schön, sehr schöne Klärung. Ach, verdammt, ich dachte, er trifft ihn. Oh, ist über mich drüber gesprungen. Ach komm! Den habe ich ja wohl berührt. Den kann ich nicht nehmen. Muss trotzdem gucken dann, wo er hingeht, aber den konnte ich eh nicht nehmen. Muss mich mal eher orientieren, wo mein Typi steht, dass ich den jetzt nicht mehr wegmache. Ich habe fast keinen Boost. Boost. Oh! Nett! Nett!
Macht der Gegner für uns ein Tor. Die Panik. Die Panik von Jon Snow. Es ist interessant, dass hier zwei einzelne Spieler auf jeder Seite sind. Obwohl es eigentlich eine Double Playlist ist. Oh, verdammt. Da hätte ich nicht nach hinten springen dürfen. Eventuell habe ich da ihn... Oh. Sehr schön. Oh, ja, mal gequetscht. Nein! Nein! Zu hoch! Zu hoch! Na, den hätte ich weiter nach links machen sollen, versuchen sollen, weiter nach links machen, so rum. Oh shit! Den hat er gut aufs Tor gebracht eigentlich. Ging nur leider ein bisschen daneben. Ich spiel grad Quatsch. Ach komm! Ich komme halt nicht mehr richtig ran, ey. Oh! Er ist ja hier. Ach Gott. Wow. Mehr fällt mir dazu nicht mehr ein. Sick. Oh Gott! Allah. Den hat er mich drüber gehoben. Da war der nächsten dann drüber gehoben. Da war ich bereit, um den zu nehmen. Und dort hebt er mich drüber. Da fehlt mir der Respekt, dass er den noch nimmt. Das Vertrauen. Gegen ihn gedrückt, damit er ihn nicht mehr abwehren kann. Gerade haben wir auch schön Platz gelassen, dass ich spielen kann. Also mal schön gleichzeitig gesprungen, da ging nichts mehr mit abwehren. Das ist natürlich hilfreich. Ah, knapp vorbei. Zum Glück. Blub. Nicht so wie ich wollte. Hat mir die Kamera einen Strich durch die Rechnung gemacht. Kann ich plötzlich nicht mehr abschätzen, ob ich drunter bin oder wie weit. Whee! Tipp, tipp, der lässt mir sogar das Tor. Hex. Meine Punkte sind es damit. Damit habe ich ihn gerade überholt. Moment mal, ich habe ihn schon voll überholt. Er hätte auch locker abstauben können für seine Punkte. Wäre auf jeden Fall drin gewesen für ihn. Blub. Vertrauen, dass er da eigentlich ist und ihn macht. Ist nämlich nicht rausgekommen und hat gewartet, bis der Gegner ihn zu ihm spielt. Sehr schön. Bin sogar direkt hier eine Runde MVP geworden. Stehe ich ganz alleine da. Weil er direkt geliebt ist. Und man muss auch seinen Sieg auskosten. Oh, suchen wir doch mal neu. War halt heute auch mal eine Runde Double dabei. Das hat eigentlich ganz gut Spaß gemacht. Aber 4-1 zu gewinnen macht, glaube ich, fast immer Spaß. Wenn man zumindest ein paar Tore davon selber schießt. So, jetzt sind wir wieder ein Dreier. Ein Dreier Solo mit Cäsium 131. Das ist doch irgendein radioaktives Ding, glaube ich, oder? Eigentlich ein radioaktives Element. Ja dann, auf geht's ja, Leute, auf geht's. Macht sie rund. Oh nö. Oh nö, alle drei im Angriff.
Oh ne, hier ist ja der Boost schon weg. Oh shit, da habe ich mir genau hingelegt. Oh Mann, ja, da habe ich gut gepasst. Der ist doof abgeprallt an der runden Schnauze da. Ja, da auch dann ziemlich gut geschossen. Muss man eben ja mal lassen. Den nehme ich nicht. Den kann ich nehmen. Hui! Oh Gott, nicht nebeneinander stehen. Ranku! Ranku! Ranku, mach! Weiß nicht, da kommt irgendwie so ein fake indischer Akzent bei mir durch. Ranku! So, steht's wieder 1-1, sehr gut. Und den haben wir schon mal schön in ihre Richtung gequetscht. Ich habe keinen Boost und kann aus dem Tor. Da gehe ich ins Tor und habe da den Boost. Zumindest ein bisschen. Och, den hätte ich doch gehabt, Jungs. Denke ich. Aber, ja. Ah, safe ist safe. Nee, ich bin vorbeigeflogen. Ah, dann mache ich totalen Quatsch. Nein! Den hätte ich machen müssen! Den hätte ich reintippen müssen. Ja, haben sie mich ausgespielt zu zweit. Kann ich nichts machen. Oder vielleicht ins Tor fahren? Weiß ich nicht. Besser gewesen wäre an der Stelle. Er hat einfach nur liegen lassen für seinen Typi, der in der Mitte war. Nee, der ist geblockt. Aber dann kommt der dritte. Cäsium, magst du irgendwann rausfahren? Nö, okay. Cäsium, das wäre jetzt deiner. Ja, sehr gut. Ach, hab ich halt nicht rechtzeitig hoch. Na, 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 na. Wow. Unser Tybi, da habe ich halt vertraut, dass Ranku den erwischt. Weil er dort stand, deswegen bin ich auch nicht dahin gefahren. Aber er boostet halt in die Mitte, anstatt an der kurzen Ecke stehen zu bleiben. Ah, Mann. Nein! Oh Gott, da ist keiner da, um ihn dann zu machen. Och, ernsthaft, Jungs. Alter, die lassen mich halt vorne komplett alleine. Was erwartet ihr 1 gegen 3? Wow. Ich verstehe es nicht. Den Rhythmus verstehe ich nicht. Warum steht ihr nicht hinten im Tor? Warum fahrt ihr irgendwie kreuz und quer durch die Gegend? Einfach im Tor stehen. Kurze Ecke. Beste Verteidigungsposition. Auf der Linie. Nicht im Strafraum rumgurken. Das ist viel zu weit vorne. Ranku! Wieso kann Ranku nicht abwehren?
Verlass mich da drauf. Okay, er ist dort. Er wird abwehren. Nein. Die kriegt zusammen den Ball nicht abgewehrt. Das ist übrigens der Grund, warum ich im Ram mit Randoms eigentlich immer versuche, Verteidigung zu machen. Weil die einfach keine Verteidigung können. Null. Nada. Ja. Hat mich und Ranko zerstört. Nice. Sag mal, ihr könnt doch jetzt nicht die ganze Zeit hinten im Tor stehen. Ihr müsst doch mal irgendwie angreifen. Sonst wird es doch nie was. Ja. So wird es auch nie was, wenn wir alle gleichzeitig angreifen. Ja. Fall einfach auf mich drauf, in mich rein, was auch immer. Hallo, Zelesium. Und dann ist wieder keiner da. Um die Vorteilsposition auszunutzen. Die sind aber auch unglaublich schlecht, gerade den Ball überhaupt annähernd weiter aufs Tor zu kriegen, ey. Meine Güte, das war nicht gut, das war nicht gut. Da habe ich irgendwie meinen kompletten Skill schon im Double verbraucht. Naja. Das war's dann für heute mit dem Daily Ranking. Da habe ich nochmal das Robo-Visa bekommen, was ich glaube ich schon seit Ewigkeiten habe. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald.